Ja, das ist natürlich auch irgendwie sowas wie eine Art von Gassenwissen. Nicht, dass sie dich dann in die nächste Gasse schleppen, aber du findest dann an der richtigen Stelle, findest du dann für das richtige Geld zwei Sänftenträger, die dich dann auch einladen. Schwankt natürlich ein bisschen, wird natürlich im Laufe der Reise etwas weniger, aber du kannst dann auch das ein oder andere Mal ein bisschen nach draußen gucken, hinter deinen Vorhängen. Auch ist gerade das laute Mariskanerviertel ist da nicht zu überhören. Die stinkenden Kneipen von den ganzen Söldnern und dann irgendwann den Marktplatz und du gehst dann über die Brücke und wirst dann irgendwo neben der Drachenakademie herausgelassen, wo du ja tatsächlich dann auch einen Schneider findest, der viele Leven so im Alter von 12 bis 18 Jahre, die davor stehen, irgendwelche Stoffe begutachten, irgendwelche Schnitte, irgendwelche Runen, die daran eingewebt worden sind und dort wirst du dann runtergelassen und wirst erstmal misstrauisch beäugt, wenn dann so ein Schwarzmagier aussteigt. Die ganzen Graumagier, die natürlich alle viel besser sind als du, ne? Auch wenn du halt in einem hohen Alter, so 30, Mitte 30, aber gut, die sind halt schon 15, die haben die Welt gesehen. Ja, und schwarze Magie ist böse und du erst recht. Ja? Wirst dann erstmal von allen gemustert. Auf Thulamidisch reden sie erstmal über dich. Ja gut, ich ignoriere jetzt mal, bezahle erstmal die Ja. Träger. Und dann würde ich mich strikten Fußes zu diesem Schneiderstand hinbegeben. Ah, Salam alaikum, Effendi. Kommt rein, kommt Alaikum rein. salam. Gut. Gut, ich würde diesen Laden betreten und mich erstmal umkaufen. Sieht der Laden überhaupt aus? Ist Ja, ja. der Laden, überall hängen Stoffe in verschiedensten Farben. Alles riecht sehr, sehr angenehm, möchtest du meinen. Es riecht vor allem nach Stoff. Du kannst dann eben auch dickere Roben erkennen, es sind allerdings nicht so viele. Viel Seide, viel, was dir irgendwie hilft, mit diesen aktuellen Temperaturen klarzukommen. Du kannst auch viele, viele Anpassungen erkennen. Also hier sind nur Magier und nur Eleven und alles, was irgendwie magisch ist. Wohl noch den einen oder anderen Geweihten, den du erkennen kannst, so einen Rondra-Geweihten, der da wohl gerade so ein bisschen sich einen neuen Wappenrock anfertigen lässt und irgendwie vielleicht ein Visier oder sowas, möchtest du meinen, vom Sterntempel oder vom Astrolabium oder so etwas. Also vielleicht irgendwas von diesem Großfürsten von Kunchum, keine Ahnung. Aber hier sind wohlbetuchte Leute und diejenigen, die es gerne werden wollen. Ah, Maestro, ich möchte mich gerne neu ankleiden. Ihr seht, die Gewandung ist nicht mehr nun im besten Zustand. Magus, Magus, eine schwarze Robe, eine bunte Robe, rot. Wir haben rot im Angebot. Wenn ihr Feuer-Genie beschwören möchtet. Nun ja, ich dachte eher in etwas Repräsentatives und etwas, nun ja, wenn man sich normal durch die Straßen dieser wunderschönen Stadt begeben will. Selbstverständlich, selbstverständlich. Kommt, setzt euch, nehmt einen Tee, nehmt einen Tee. Etwas Wasserpfeife? Gern. Ja, dann kannst du sehen, wie er so ein bisschen in die Hände klatscht und dann kommen würdest du sagen, Jüngelchen, ebenso um die 10, 11, 12 Jahre alt, die dann verschiedene Gewandungen selbst am Leibe tragen und lässt sie dann so vor dir in Reihe aufstellen, fünf Stück nebeneinander, deutet auf einen und sagt mir, welchen Schnitt ihr bevorzugt. Nun, ich bevorzuge seit letzter Zeit den alanfanischen Schnitt. Das ist sehr, sehr kleidsam und nun ja, es ist luftdurchlässiger. Ihr meint damit angeschnittene bis zur Hüfte, ja? Hoch? Nein, es reicht mir bis zum Knie. Es reicht völlig aus. Nun, 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 nun. Also gut. Ihr seid Horasia, kenne ich an eurer Stimme, ja? In der Tat, in der Tat. Ihr findet eine gute Wahl. Alanfanische Seide. Damals schickt er irgendwie drei Jungs weg, holt noch irgendwie zwei Mädchen ran. Die tragen jetzt wohl auch gerade irgendwie männliche Kleidung, würdest du meinen. Kannst auch erkennen, wie dann verschiedene Turbane da wohl auch abgebildet sind, an so kleinen Puppenköpfen. Und ja, so wird er dir dann verschiedene Leute heranwinken und so ein bisschen in die Hände klatschen, dir neuen Tee bringen. Unglaublich süßer Tee. Auch eine Wasserpfeife, die er dann irgendwie mit Kaktusgeschmack anbietet. Und ja, so kannst du quasi die nächsten 2 Stunden in diesem Laden verbringen und nach einem neuen Gewand Ausschau Also halten. Das mehrere nicht. Gewänder wahrscheinlich. Ja, Irgendwie so für verschiedene Anlässe, vermessen lassen genau. und mir dann die Gewandung erst bestellen. Das wird vielleicht ein, 2 Tage dauern, bis sie Ja, fertig genau. sind. Kommt auf den Preis drauf an, also 2 Tage, 3 Tage normal und wenn du aufbezahlst, dann kriegst du es auch in wenigen Stunden. Ja, nee, also ich hab ja bis Zeit. Und dann würde ich mich aus dem Laden verabschieden und wenn ich schon mal in der Akademie bin, strikt Fußes zur Akademie weitergehen. Ist ja welche in Ecke. Genau, da brauche ich auch keine Gassenwissenprobe. Die seltsamen Ritter des immerwährenden Kampfes mustern dich auch wieder.
Könnte ich wohl auch wieder nicht zuordnen, weil es alle sind, aber nachdem du dann wieder diese Zeremonie mit diesem Luftgin durch hast, kannst du dann auch wieder eingelassen werden und stehst dann im Inneren der Drachenakademie, wo du ja wohl wieder in diesem Zimmer ankommst, wo ausländische Würdenträger begrüßt werden. Zu wem möchtest du denn? Vermutlich die Spektralität, wenn er keine Zeit hat, würde ich auch mit Rakorium vorlieb nehmen. Rakorium ist nicht anwesend, aber wenn du dann fragst, es wird ein bisschen dauern, eine halbe Stunde, die wird aber selbstverständlich mal wieder in Tee angeboten, auch wieder unglaublich süß, und kannst du sehen, wie Kadir Ukarim dann nach unten kommt, wohl mit einem fliegenden Teppich, sitzt da dann wohl drauf mit seiner doch sehr fülligen Masse und streicht sich dann noch einmal sein Runengewand glatt, rückt seinen Fez noch einmal gerade und zwirbelt sich seinen Bart, den er frisch eingefettet hat, und kommt dann auf dich zu. Ah, Söhne der Magie, Abelmir, schön, dass ich euch wieder hier begrüßen kann. Eure Spektralität, es ist immer wieder ein Vergnügen, euch zu treffen. Nun, ihr sagtet, wie läuft die Einladung? Ihr wisst schon, mit den anderen Spektralitäten? Ah, dort ergab sich tatsächlich etwas, wo ich hocherfreut bin, hocherfreut. Wir werden tatsächlich zur IAA reisen, nachdem ihr doch den ein oder anderen mehr haben wolltet, sprach sich dies wie ein Lauffeuer umher, und wir haben beschlossen, dass die Anreise von den verschiedenen Standpunkten aus wesentlich sicherer zur IAA ist, und deswegen werden wir selbst uns dorthin bewegen. Ausgezeichnet. Ich werf mal einen misstrauischen Blick auf diesen Teppich. Mit solch einem Reisegefährt, oder? Nein. Ich vermute, dass die Söhne und Töchter der Wagemut, eure eigenen Helden, ebenso mit dabei sein mögen. Und wir haben zwar verschiedenste Teppiche, die sind allerdings nicht käuflich erwerblich oder aber in eurem Rahmen. Versteht ihr? Wir werden uns also einer dunklen Pforte bedienen. Ja, ihr habt eine dunkle Pforte im Keller. Interessant. Psst. Ich verstehe. Nun, wann ist dann dieser Termin terminiert? Die anderen Magier haben noch die ein oder anderen Vorlesungen oder aber wichtige Korrespondenzen, und wir werden uns dann in grob 7 bis 8 Tagen in Kuslik versammeln. Ich hoffe, dass ihr dann zu diesem Zeitpunkt noch anwesend seid. Ausgezeichnet. Ansonsten könntet ihr eure Schrift auch einreichen, und ich werde sie dann dort für euch stellvertretend vorbringen. Nein, das werde ich schon alleine tun, aber hab vielen Dank für eure großzügige Vermittlung. Ja, selbstverständlich. Seid nur versichert, dass ihr gerne mit euren Helden und Freunden anreisen dürft. Ihr müsstet nur, wie gesagt, die Zeit hier verbringen und warten. Nun, ich denke, wir werden genug Zeit haben, diese wunderschöne Stadt kennenzulernen, wieder einmal von Neuem. Es wird dann ein Vergnügen sein. Nun, Kuntium ist selbstverständlich immer eine Reise wert. Das Tor der Tulaminenreiche. In der Tat. Ich hätte da noch ein geschäftliches Anliegen zum Erwerb einer ein oder zwei Thesenscanner, aber damit will ich euch nicht belehren. Ich denke, das kann ich im Geschäftszimmer erledigen oder bei einem Bibliothekar. Oh, Sohn des Fex und der Hesinde. Gerne nehme ich mich dieser Sache selbst an. Er reibt sich so ein bisschen die Hände. Kommt doch mit. Ich würde ihm das folgen, so ein bisschen, denke, jetzt ist es teuer. Unsere Akademie braucht natürlich immer Geld. Und wir verkaufen selbstverständlich unsere Thesen. Selbstverständlich auch für schwarze Magier wie euch oder euren Freund Serpentilio. Allerdings hat das etwas einen Aufpreis. Ihr versteht, wir müssen die verschiedenen Reibereien mit der Grauen Gilde vermeiden und dies dann aus meinem persönlichen Fundus abwerben. Selbstverständlich. Was würdet ihr denn für eine These erwerben wollen? Nun, ich meisterhaft gefertigt von mir selbst. Gedachte an den Cantus des Animatio und den Cantus des Motoricus. Nun, das sollte kein Problem sein. Diese Theses-Kerne liegen bei uns nicht umher und nicht herum, aber sie können selbstverständlich aus meinem persönlichen Fundus herausgeschrieben werden. Natürlich. Sagen wir, für beide Theses-Kerne zusammen, selbstverständlich in einer meisterhaften Qualität, 250 Dukaten. Nun, das scheint mir angemessen. Ich denke, Serpentilio, mein Gefährte auf der Drachentöter, wird sich dann bei euch melden, um nun ja seine Wünsche vorzutragen. Oh, ihr seid wahrlich ein Sohn der Hesinde, nicht des Fex. In der Tat. Das sagt man nicht allzu oft, aber das stimmt in der Tat.
Ja, sieht tatsächlich so ein bisschen enttäuscht aus. Nun gut, ich denke, dass wir dann alle. Ach, sagt, wo finde ich euren Winter, diese Adamantenpresse? Ich habe noch einen Auftrag für Sie. Nun, selbstverständlich. Das ist dann natürlich auch etwas teurer, aber vor allem, wenn ihr eine These drucken mögt, die auch magische Matrizes aufweisen soll, dann selbstverständlich neben dem Ordenshaus der Grauen Stäbe, neben der Drachenakademie. Nein, es ist ein ganz simpler Auftrag. Ich bräuchte ein paar neue Visitenkarten. Die alten sind mir ausgegangen, ihr wisst schon. Nun, dann würde ich tatsächlich doch die Eleven der Akademie bemühen. Aber ganz wie ihr mögt. Das Angebot hatte ich selbstverständlich auch schon zu Lamin und Boltax unterbreitet. Nun gut. Dann würde ich mich dort lang. Nun, ich führe euch wieder hinaus. Aber mir, wenn ihr die nächsten Tage hier seid, dann lasst euch doch bitte auf dem Marktplatz nicht ganz über die Ohren ziehen. Ich mag euch und gebe euch deswegen diesen Tipp. Das Geld ist uns immer lieb und teuer und ganz Konium ist eine Stadt des Fexens, aber auch die Drachenakademie an sich. Wir Tulamiden mögen es zu handeln. Ihr solltet nicht direkt immer Ja und Amen sagen. Ah, ich hätte also bloß die Hälfte bieten sollen. Ich verstehe. Nun, was auch immer ihr anbietet, aber man trifft sich dann irgendwo in der Mitte oder aber auch nicht, je nachdem wie geschickt ihr seid. Das nur als Weg für die nächsten paar Tage hier in Kuncho. Vielen Dank für diesen hesindialen Hinweis. Nein, deswegen nannte ich euch eben einen Sohn der Hesinde und einen nicht des Sohn des Hexens. Hesinde nimmt es einfach so hin. Fex nimmt es nicht so hin. Also es war kein Kompliment, sondern eine versteckte Beleidigung? Genau. Ah, ich muss mich wieder in diese tulamidischen Sitten und Gebräuche hinein fuchsen, könnte man sagen. Oh, du Sohn der Ignoranz. Es war schön, dich wieder einmal hier zu begrüßen können. Wir werden dir für die jeweiligen Dukaten die dieses Kerne ausfertigen. Ja, natürlich. Nun dann, habt viel Spaß in Kuncho. Vielen Dank. Ich würde mich dann direkt Fußes mal zu dieser Presse begeben. Ja, machen wir erstmal weiter bei Boltax. Boltax, gehst du alleine? Bleibst du hier an Bord? Hast du irgendwas vor? Ich würde ja erstmal zu Answin runtergehen. Ja. Später möchte ich dann natürlich mit ihm auch einkaufen gehen. Da würde ich dann entweder schauen, ob mich Rafim oder Tulamin begleiten mögen, weil ich ja kein Tulamidia spreche, aber dazu würde ich dann kommen. Ich würde erstmal runter zu den Köchen gehen. Und Answin abpassen. Answin, auf ein Wort. Ja. Nun, das letzte Mal war Selchion ja an der Beschaffung der Lebensmittel beteiligt. Heute haben wir uns dafür entschieden, dass du dies für uns übernehmen sollst. Ich werde selbstverständlich mit dir gehen und eventuell noch jemand anders. Nur weil ich gesagt habe, dass Abi mir scheiße ist, oder was? Ja, das ist der Grund. Ich dachte, man hätte das gar nicht gehört, dass ich das war. Ich habe den kleinen Jungen getreten. Abelmir hat sehr scharfe Ohren. Das fand er nicht lustig. Ihr habt ihn nicht nur dort getroffen, sondern auch hier. Und ich lege einmal die Hand aufs Herz. Er war ganz verletzt und aufgewühlt deswegen. Na gut, dann kaufe ich mir die Hühnchen eben alleine. Na gut. Willst du ein eigenes Hühnchen haben? Muss sein. Soll ich dir ein Hühnchen mitbringen, Boltax? Für die Kämpfe? Nein. Nein, ich muss ja auch mal standfest bleiben hier. Apropos standfest. Answin, würdest du bitte kurz mitkommen? Wir müssen etwas besprechen. Mit Chikoron oder ohne? Du kannst ihn ruhig mitnehmen. Ich habe keine Geheimnisse vor ihm. Und ihr ja wahrscheinlich auch nicht, ne? Chikoron bleibt hier. Na gut. Dann würde ich mit Answin mal um die Ecke gehen, sodass man uns halt nicht ganz so gut hören kann. Answin, ja. Du bist ja ein Hexer, nicht wahr? Ich bin Kochmann. Ja, genau. Smoothie. Richtig. Dafür haben wir dich eingestellt. Nun, in eurer Zunft beherrscht man ja das Eindringen in Träume. Das habe ich auch gemacht. Allerdings war es dort etwas merkwürdig. Ich musste den Geist von dem gequälten Ismaban wiederherstellen. Und es war mir doch etwas rätselhaft, wie das da so vor sich ging. Könntet ihr mir vielleicht ein paar Tipps und Hinweise geben hinsichtlich für den Fall, dass ich nochmal jemandes Geist wiederherstellen müsste und dazu in seinen Traum eindringen kann?
auf was ich achten muss, was wichtig mit Träumen ist. Ich kenne mich als Zwerg nicht mit Träumen aus. Ich kenne mich damit auch nicht aus, Mann. Ist keine Wissenschaft. Nicht? Ja, genau, es läuft ja viel über Gefühle bei euch, nicht wahr? Schon, ja. Hm. Was meinst du mit, wie viel Gefühl ich die Kartoffeln schäle? Na, zum Beispiel. Aber jetzt sprech doch mal ernsthaft mit mir. Ja? Ich kann Leute verfluchen. Mhm. Böse okay. Leute. Das ist schon mal gut. Aber ihr beherrscht nicht Baummagie oder sowas. Nein. Gut. Dann muss ich mir jemand anderen suchen, der mir das erklärt. Ah, verdammt. Hey, du hast aber zwei Wortmagier. Ja, aber können die mit Träumen? Ich weiß nicht. Ich dachte, was weiß denn ich, Alter? Ja, ich dachte, ihr wärt die Kompetenz, was das angeht. Willst du jetzt mit mir einkaufen gehen oder willst du nur mit mir sprechen, weil ich ein Hühnchen habe? Nee, wir gehen auch einkaufen. Okay. Aber dazu müssen wir jetzt erstmal nach oben. Ich glaube, Rafim geht mit oder so. Der wollte ja eh zum Chortempel und ich spreche kein Tolamidia. Das wäre etwas schlecht. Ich spreche auch kein Tolamidia. Siehst du, dann müssen wir uns auf Rafim verlassen. Also Echikoran versteht die halt, aber sprechen kann ich trotzdem nicht. Kann ich verstehen. Ja, dann würde ich mich mal zur Kajüte von Rafim begeben. Rafim, bist du am Schnitzen? Rafim? Naja, also ja, schon ein bisschen. Oh. Ist das? Oh. Rafim, ja, das ist noch nicht fertig, Boltax. Ich weiß selber, das sieht noch scheiße aus. Nein, ich wollte sagen, das sieht wirklich schon ganz gut aus. Ist kein Eltern Gorbas, aber naja. Sieht aus wie ein Stück Holz, Boltax, wie ein Stück Holz. Ach so, ich dachte, das soll es darstellen. Wie dem auch sei, wir wollen einkaufen gehen. Kommst du mit? Oh, was kaufen wir? Gift. Vorräte. Oh, wie spannend. Kartoffeln. Also ich brauche neue Kartoffeln und Zwiebeln. Und wir müssen zu den Botenreitern, weil ich noch die Geschenke abgeben muss. Ja, und es vielleicht kannst du auch ein bisschen Gift erwerben, Rafim, wenn wir an einem Giftstand vorbeikommen. Ach so, und Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl ist alle, das kriegt man hier nirgends sonst. Ja, wir können Priusblumenkerne kaufen und die können wir selbst verarbeiten, oder? Nee, wir brauchen schon Sonnenblumenöl. Ja, Boltax, da bin ich ja froh, dass du an mich gedacht hast. Du weißt ja, dass Vorräte einkaufen einer meiner ganz großen Freuden in diesem Leben ist. Ja, ich weiß. Das habe ich direkt gesehen. Dieser Tage kriegt man echt schlecht Sonnenblumenöl. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und Rafim, auf dem Markt können wir uns dann auch eine neue schicke thulamidische Kopfbedeckung kaufen. So ein Turban. Würde dir bestimmt auch total gut stehen. Ja, aber nur, wenn wir noch am Chortempel vorbeigehen. Ich muss noch ein paar Informationen sammeln. Ja, ich denke, das können wir machen. Das liegt wahrscheinlich auf dem Weg. Ja, überhaupt nicht. Aber wen stört's? Richtig, wir haben ja Zeit. Also mich stört's. Ja, wen juckt deine Meinung, ist an der Stelle natürlich die Frage. Und ich kann dir das kurz beantworten, keinen. Ja, aber warum soll Boltax denn jetzt... Also, ich kann auch alleine Vorräte einkaufen. Gebt mir einfach das Geld. Na gut, wie viel brauchst du denn? Das kommt drauf an, wie viele Leute wir mitnehmen. Naja, 50, so viele wie vorher. 50 Dukaten oder sowas. Wie viel? 50. Naja, das klingt ja ganz machbar. Haben wir so viel Geld rumliegen, Rafim? Naja, du hast doch ganz viele Edelsteine in deinem Beutel. Ja, das ist richtig. Ja, dann gib mir noch einen davon. Naja, das wäre jetzt schon sehr viel einfacher, als zu Zulami zu laufen und diesen blöden Schein zu holen, den blöden Schein zur Bank zu bringen und dann umzutauschen. Da hat er nicht Unrecht. Na, ich würfe mal auf mein Geiz. Komm. Wie hoch ist dein Geiz noch? Hast du überhaupt schon noch gewürfelt? Aber wir bezahlen. Ja. Genau, deshalb sage ich das dir immer so. So, mal gucken. Mein Geiz ist auf 5. Ja, ich bin geizig. Nein. Das muss seine Richtigkeit und Ordnung haben. Ja, dann kommst du halt mit, das ist mir scheißegal. Alten Sitten gar nicht erst einreißen lassen. Wir gehen zu Zulamin und holen ihm so einen Schein, dass er das von der Bank abholen kann. Ja, aber die ist von Bord gegangen. Keine Ahnung, ist schon ein bisschen was her.
Ich gehe mal gucken, ob ich einfach so einen Schein finde. Ich kann den ja sicherlich auch ausstellen. Ja, ja, natürlich. Diebstahl ist ja auch eine Möglichkeit, sich was zu besorgen. Es ist eine Vorlage, kein Diebstahl. Wir haben ja alle du das gleiche Interesse. Ich wollte ihn nicht aufhalten. Gut, ich führe ja nur den Auftrag von Sulamin aus. In dem Fall könnte ich sie ja gar nicht bestehlen. Können wir den Schein auch einmal mitgeben, dann fülle ich den selber aus. Ist auch okay. Einen Moment. Ja, und ich gehe mal, hol einen Wechsel, stell den auf 50. Du kannst. Würfel mal auf Hauswirtschaft. Hauswirtschaft? Klar. Um 50 auf einen Schein zu schreiben? Nein, um zu wissen, wo die Scheine liegen. Okay. Das ist Hauswirtschaft. Naja, gut. Moment, ich habe gutes Gedächtnis. Ja, das ist ein leichter Turm 3. Hauswirtschaft, ein leichter Turm 3. Ich habe keine Hauswirtschaft. Oder habe ich Hauswirtschaft auf 0? Muss ich mal gucken. Das ist eine Klugheitsprobe oder sowas. Ja, steiger das, du hast genug also 50 Dukaten haben wir auch im gesicherten Frachtraum rumliegen. Warum? Ja, weil wir die Mannschaft auch in Silber bezahlen. Dukaten. Ich will nicht dem Mann jetzt 50 Dukaten in Silberstücken mitgeben, so einen ganzen Sack auf den Rücken. Das ich ja nicht. Ich meine, das sind auch nur 500. Ich würfe einfach mal auf Klugheit. Komm. Ja, das ja, dürfte geschafft sein. Ja, alles klar. Dann kramst du in der Schublade, habe ich mir jetzt so ein bisschen rumräumen lassen, aber findest dann die Wechsel, kannst sie ausfüllen und dann an Sven den Schein geben. Ja, bitteschön, erledige das und ja. Darf ich Sergio mitnehmen? Ja, von mir aus. Aber sag ihm, Abelmir hat das hart getroffen. Ja, ja. Abelmir war trotzdem scheiße. Das ist wahr, aber man muss es ihm ja nicht sagen. Naja, jetzt redet man nicht so schlecht über unseren alten Kapitän. Die neue Kapitänin, das heißt. Schnick, schnack, machst du mit der, ne? Naja, die neue Kapitänin ist heiß, der Mann hat nicht Unrecht, aber es geht dich einen Scheißdreck an. Er zwinkert dir zu, mehrere Male und geht dann raus. Naja, also, er hatte ja nicht Unrecht, oder? Ich wollte auch sagen, er hat nicht gelogen. Wollte ja gerade sagen. Sulamin ist schon ansehnlicher als Abelmir mit seiner Brandnarbe im Gesicht. Wobei, ich finde, das hat durchaus etwas. Als Zwerg mit einer Brandnarbe von einem Drachenkampf, das ist schon etwas. Ja, der Abelmir hat sich schon ganz gut gemacht, das ist schon richtig. Das stimmt. Und ich bin sehr gespannt auf seine Forschungen. Mhm. Ja, ich überhaupt nicht. Hat dich dieser Titel vom Buch nicht neugierig gemacht? Nö, könnte mich wirklich nicht weniger interessieren. Also wirklich nicht. Ich verstehe. Wenn er was an Schnitzerei forschen würde, das würde dich mehr interessieren, oder? Ja, da hätten wir endlich mal ein gemeinsames Thema, das spannend ist. Aber wir müssen jetzt zum Moor-Tempel. Ich muss ja meine Aufgabe erfüllen. Sonst sitzt mir am Ende noch die Kapitänin im Nacken. Ui, naja, gut. Dann nehmen wir gleich die beiden Boxen hier mit und die Briefe an Selindian Hal und an Rondrigan Paligan. Irgendwo wird es Botenreiter geben, oder? Ja, ich habe keine Ahnung, aber ich denke mal schon. Gut, wir werden schon was finden. Diamantes, als du die Kajüte verlässt, nochmal kurz in deine eigene gehst, kannst du sehen, wie der kleine Junge schon auf dem Bett sitzt. Dein Matrose, Tekala, ist irgendwo anders. Du weißt nicht genau, wo er ist. Wahrscheinlich irgendwo in den Segeln und flickt was. Du bist also alleine. Ich schau mal beruhigt zu seiner Hängematte, denn beruhigt mir doch etwas, ihn nicht hier drin zu sehen. Und dann mit ernster Miene zum kleinen Jungen. Gut, also was hast du jetzt mit meinem Blut gemacht? Noch gar nichts. Wir müssen das Serpentilio geben. Du musst ihm sagen, dass du ein Lykanthrop wirst und er braucht einen neuen Heiltrank. Am besten soll er es kochen aus deinem eigenen Blut. Er kann es auch untersuchen. Du kannst bemerken, dass da eben diese Erreger drin sind, die dich zu einem verwandeln. Wenn du dich da in einem halben Monat zu verwandelst, dann bist du selbst ansteckend. Aber er kann es im Blut sehen. Deswegen sollst du es ihm geben. Er soll daraus einen Heiltrank machen. Sag ihm am besten auch, er tut ein paar Rauschgurken oder sowas rein. Die kriegt er hier ganz normal im Maraskana-Viertel. Ist auch völlig egal. Das hilft sowieso nicht. Das, was hilft, ist dieses Brandeisen hier. Aber wie soll ich ihm das denn sagen? Ich hab bis eben noch nicht mal von diesen Lykantropiden gehört. Naja, du sagst einfach, keine Sitianer hat dir das erzählt. Du bist ein Lykantrop. Ein Werorker. Was? Scheiße, ich bin kein Werorker. Noch nicht, aber in einem halben Monat. Und das ist nicht gut! Und
Was passiert denn mit mir? Dann verwandelst du dich und dann beißt du deine Freunde und danach stirbst du höchstwahrscheinlich. Vor allem ist deine Seele dann verloren. Ja. Sag ihm das einfach. Er soll aus deinem Blut und eine Rauschgurke soll einen Heiltrank brauen. Er weiß sowieso, wie das geht. Er soll einfach irgendwas substituieren. Sag ihm einfach, du brauchst einen Heiltrank gegen Lykantropie. Aber vorher brennen wir dir noch dein Ohr aus. Ja, ich weiß wirklich nicht, wer du bist oder was du in meinem Kopf machst. Aber irgendwie... Ich bin ein Freund. Wie gesagt, ich kann dir helfen. Aber ich helfe dir erst, wenn wir das mit deinem Ohr erledigt haben. Wir müssen das ganze Chaos wieder aufräumen, was du verursacht hast. Das mit Nebelklang und mit der Zeugin. Ich kann dir sagen, was wir mit dir machen. Ich habe da schon einen Plan. Alles wird zu Wohlgefallen. Du musst mir nur vertrauen. Und hast du auch was mit dieser Waffe zu tun, die ich auf meinem Bett gefunden habe? Ich glaube langsam, dass sie nicht von Angroschminia kommt. Nein, die ist nicht von Angroschminia. Sowohl als ich in Nebelklang als auch diese Geisterwesen damit erschossen habe, habe ich ihre Schreie gehört, selbst als sie nicht mehr da waren. Hör mir mal zu, du verwandelst dich in einen Werorker, du wirst deine Freunde fressen. Du hast doch diesen Traum gehabt. Du wirst dir dann nicht mehr aussuchen können, ob du Tekala umbringst oder Rafim oder Zulamin.